Flughafen Moskau, 30. Juli 1992. Margot Honecker verlässt Russland und sucht Zuflucht in Chile. Ich sage, nee, ich komme mit. Mein Mann sagt, nee. Also ich bitte dich, geh, wenn es eine Möglichkeit gibt, nach Chile. Geh zu den Kindern. Was willst du machen in Deutschland? Und dann habe ich diesen verrückten Flug gemacht, voll mit Journalisten. Ne? Einer war von der Bild-Zeitung, der war ganz gemein. Dann hat er gesagt, also wissen Sie, wir können es ja mit Ihnen auch so machen wie mit Ceausescu. Ne? Santiago de Chile, auf dem Weg zu Margot Honecker. Hier lebt sie seit 1992. Damals hatten sie und ihr Mann das Moskauer Exil verlassen müssen. Erich Honecker wurde nach Deutschland ausgeliefert und vor Gericht gestellt. Sie selbst lebt seitdem in dem Land, in dem auch ihre Tochter und Enkel wohnen. Erstmals gestattet sie nun einem Fernsehteam Einlass in ihr Haus. Ah, doch, das ist vor der Auslieferung, das kommt dann. Na, wollt ihr erstmal das hier machen? Ja, gleich, aber ich muss meinen Ton anschließen noch. Kann ich das mal ranmachen? Woran? An mich? Hm? Nee. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wer ist diese Frau? Sie wurde 1927 in Halle geboren, trat frühzeitig der FDJ bei. Dort lernte sie Erich Honecker kennen. Sie heiratete ihn 1953. Über viele Jahre hinweg war Honecker der starke Mann der DDR. Und er hatte eine ebenso starke Frau an seiner Seite. Beide waren blind für die Realität. Und als diese die DDR schließlich einholte, fielen beide tief. Von den eigenen Mitstreitern entmachtet, beginnt für die Honeckers eine Odyssee. Am Ende steht der einstige Staatschef in Berlin seinen Richtern gegenüber. Doch ein Urteil sprechen sie nicht. Denn wegen einer schweren Krebserkrankung darf Honecker im Januar 1993 zu seiner Frau nach Chile ausreisen.